den neuen Vlogski von dem lieben Justin. Ne? Der liebe Justin ist ja gerade in den USA oder war in den USA. Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video. Es ist LA Vlog Part 2, wie ihr unschwer erkennen könnt. Das Shooting ist fast done, das Kollektionsvideo ist abgedreht, also uns fällt jetzt schon ein bisschen Last von den Schultern. Man sieht auch müde Mann auf jeden Fall, der Mann hat einen langen Tag hinter sich. Und oder ist früh aufgestanden, kann auch sein. Passt, ich dachte, okay. Wir nehmen euch gerne weiterhin mit, weil jetzt kommt noch die Shopping. Zweite LA Villa bzw. Airbnb. Dann werden die Bilder bearbeitet, Auswahl gemacht, wir treffen uns noch mit ein paar Das finde ich aber geil, wenn die dann auch so ihr Creative Camp bearbeiten und Stuff auch alles in LA gemacht haben, damit die den Vibe so behalten können. Gut, die haben auch die finanziellen Möglichkeiten dafür, ne? Finde ich cool. Träumt hier davon, ne? Leuten, und währenddessen ist hier gerade unser Privatkoch Konstantin im Hintergrund am werkeln, der sich gerade irgendwie versteckt hat. Es gibt heute zu Abendessen. Hide and Seek einfach. Wilde Steaks. Dann sind Mo und Valentino gerade unterwegs und holen Grillgemüse. Kräuterbaguette und Potato Wedges. Und irgendwie könnte man auch mal Kochvideos eigentlich demnächst mal anfangen, oder? Ich weiß noch, back in the days, OGs, also wirklich OGs, müssen sich daran erinnern, als Justin, bei wem war das nochmal? War das bei Max? Bei irgendwem hat er irgendwie mitgekocht und dann meinte er, okay, ab jetzt will ich auch mehr kochen, vielleicht kommt da mal was zu. Da ist nie was zugekommen, Bro. Ciao, ragazzi. Jetzt nochmal die Kamera. Nee. Wer ist dafür, dass der Valentino vielleicht mal so einen Koch-Channel startet? Das war 2020, ja. Echter Italiener. Nee. Wenn nicht du, wer dann? Für unsere Zeit ist es OG. Digga, Bricky, 2020, so 4 Jahre her, Loki. Nee, das war. Muss mal ein bisschen erklären, was du da gerade machst. Ich hol gerade diesen scheiß P. Video instant gelb, korrekt. Valentino hat gesagt, ich soll wenden. Ich bin heute Küchenassistent. Ist kalt, oder? Ja, ist so, ja, bestimmt. 20:30. Boah, Grillen. Ich finde, Grillen ist so was ganz Eigenes. Das bockt einfach. Grillen ist so richtig. Das ist so ein. Boah, das ist jetzt zu deep. Bin ich schon in der Dad-Lore angekommen, wenn ich das sage? Grillen hat was Meditatives. Bin ich jetzt Vater, wenn ich das sage? Das ist eigentlich so eine klassische 50-Vater-Aussage. Aber das ist hart. Also, so Grillen, das ist so ganz, ganz geil. Alles gut. Auch als Vegetarier, so mit Gemüse und so. Ich finde, Gemüse auf dem Grill gibt wenig, was besser ist. Neuer Tag, neues Glück. Frühstück kommt in 2 Minuten an. Unser Lieblingskoch, Valentino, lässt natürlich keine Gelegenheit aus, uns seine Dienste anzubieten. Gerade gibt es hier gleich einen schönen Kaffee. Amore. Mit Amore, genau. Genau. Hier. Unser DJ ist auch mittlerweile angekommen. Dieser Kaffeegrinder, wir haben genau denselben. Okay. Also, ja, Digga, die sehen immer gleich aus. Aber die sind so geil. Da tust du morgens eine Handvoll Kaffeebohnen rein. Schöner Kaffee. Malst dir den, riechst daran erstmal frisch gemeiner Kaffee. Er riecht so gut. Dann schützt ihn in deinen Filter und deine Maschine rein. Und dann, oh, ich liebe Kaffee so sehr. Unser DJ ist auch mittlerweile angekommen. Hi, guys. How you doing? My name is Hishan. I am modeling for Peso. And DJ. And yeah, I'm a DJ. You know. Danke für das Bewerbungsgespräch an der Stelle. So whatever you really need, I'm an architect. I can build stuff for you. You just let me know. And er ist auch ein Mogger, Digga. Der ist geisteskrank. Also gut, das ist ein Moller, aber ist ein hübscher Typ, ne? And I'll do that. Muss da noch was rein? Nee, jetzt kommt dieser Deckel drauf. Ja. Jetzt drücken. Krass. Genau. Wir fangen direkt an. Genau, wir fangen an. Ich liebe das. Ich habe so Spaß daran, Kaffee zu meinen. Ein weiser Mann sagte nämlich eins, ohne Latte kein Morgen. Digga, wirklich Justin, er ist so low-key, dieser low-key funny Typ. Lachen ist auch bekannterweise die beste Medizin. Das kam so aus dem Nichts gerade, das hat mich so gecatcht. Krasse Erfindung auf jeden Fall. Ja. Aber ein bisschen so nicht so fortschrittlich, habe ich gefühlt. Perfekt. So. Und jetzt warten. Wenn ihr irgendwie Fragen so zur Kaffeekreation habt, sagt einfach Bescheid. Wann kommt Peso-Kaffee? Peso X Mark Gebauer. Harter Shot. Ein bisschen Camouflage. Valentino meinte, der würde sich für 10.000 Euro mit dem Arsch auf diesen Kaktus setzen. Und der Mo meinte einfach für 500. Ziehst Panado raus, dann ist gut.
Also deswegen haben wir uns überlegt, wir würden jetzt gerne ein Crowdfunding starten. Der Link ist in der Beschreibung. Wie viel Euro würdest du dich da reinsetzen? In den Kaktus? 2.000. Also das niedrigste Angebot ist 500. Also wenn du mithalten willst, musst du drunter gehen. Ja, der Ton. Ja. Ja, 500, ich glaube, drunter finden wir nichts. Hier, schauen meinte 499,99. Kann er gerne machen. Hast du zurückgezogen? Ja. Alter! Ah, oh, oh, oh. Ja, gut. Das war's von Cactus TV. Also, die Property Managerin ist gekommen. Der Pool. Für wie viel würdest du? Gib mir, leg mir da 10.000 in bar hin, steuerfrei, dann mache ich da diesen kurzen Sitz da drauf. Aber mit hoch, also ich darf eine Jogger anbehalten. Dann, okay, 10.000 in bar. Aber ganz kurz, wirklich, ich meine es, und ich will es, nachher nehmen wir das wieder irgendwer krumm. Digga, ich frage mich wirklich, macht der das extra? Bitte achtet euch mal, achtet, wie Justin da sitzt, achtet auf seinen Blick. Ich weiß nicht, ob er das ernst meint, ob in der Situation extra so ein bisschen lustig ist. Also. Die Property-Managerin ist gekommen. Guck mal, warum? Der Pool-Guy hat anscheinend gesagt, dass hier ein Fotoshooting ist. Ich weiß nicht, von welchem der jetzt genau redet, aber... Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt kurz warten, bis das irgendwie abgeklärt ist. Weil wir wussten nicht, dass man das nicht darf. Und jetzt checken wir das mit dem Besitzer und dann kann es hoffentlich weitergehen. Ach, Digga, bei sowas gibt es aber auch echt immer richtig viele Leute, die so unnötig Auge schieben. So, ja, nee, ihr dürft hier kein Fotoshooting machen. Zehner, wenn die davon Schaden hat, Zehner, fetter Zehner. Ich sag sogar dadurch, es gibt zwei reiche Kids, die auf Airbnb gesucht haben, um das hier zu buchen und dadurch haben sie zwei Buchungen mehr im Jahr. Durch dieses Pese-Shooting, 100%. $4.500? Ja, pro Tag, aber der macht nur einen Tag, war gestern natürlich den. Ja, okay, oder wir hören jetzt auf. Ja, dann nimmt man natürlich die $4.500 in Kauf. Ist ein Preis, den man zahlt für dieses unfassbare Werk hier, oder? Ja. Yo, okay. If you shoot a porn inside, it would have said nothing, bro. It would have said nothing. We have to pay 4.5 bands. You know what we do? Honestly, or... Constantine sucks some Warum war das Model gerade ready, da die Property Managerin einfach zu clappen? Guck mal, wie aggressiv er. Guck mal, er ist ready, er hat die Pumpen schon draußen. Aber Werk hier, oder? Ja. Yo. Guck mal, okay. Der ist komplett geladen. Boah, sein T-Shirt fittet hart. Okay, 4.5 Bands. You know what we do, honestly, or. Constantine sucks. Okay, die 4.500 sind überwiesen. Wir können endlich das letzte Outfit weitershooten, haben alle Lizenzen und Rechte, A, B, C und 6. Und ja, wir haben auch nochmal 50% Tipp draufgepackt. Nein, Spaß. Aber ist ja korrekt, das sind halt die Regeln. Wir haben es irgendwie verpeilt, weil bei Airbnb stand das nicht, sondern in irgendeiner Neben-PDF, die der Konstantin höchstens überflogen hat. Und deswegen, ja, ist korrekt von denen, dass sie uns da entgegengekommen sind mit einem Tagessatz anstatt zwei. Und deswegen, ja, ist jetzt bezahlt. Ja, ist so. Kleine Interruption, aber halb so wild. Wir haben eh das meiste schon im Kasten. Scammer, Fuchs einfach. Amore, erzähl mal, was machst du da jetzt? Justin muss mehr vloggen, Real Talk, Justin muss mehr vloggen. Mein Tag ist gerade um 50% besser geworden. Alleine dieser Blick jetzt, allein der Blick gerade schon wieder. Amore, erzähl mal, was machst du da jetzt? Schon wieder, Alter. Ein Glas Vitamin C. Hat einer, random Frage, hat einer von ihm das Insight? Ich finde seinen Style voll cool. Okay, schön mit Wasser zusammen. Super. Oh, das habe ich heute auch gemacht. No joke, Chat. Ich habe das mit der Hand gemacht, so. Cringe, wenn das nicht macht, Digga. Loki, kann man Kappa. Ich habe das heute auch gemacht. Hier, seht ihr noch die Zitronenkerne da? Das habe ich hier fürs Lernen. Ja, für die BGB-Klausur habe ich mir da das kleine Zitronenwässerchen ready gemacht. Ne? Ja, weil ich habe das mit Wasser aufgemischt, Jungs. Da bei mir war noch Wasser drin. Das ist ein bisschen zu pur Zitronensaft. Oh. Boah. Okay, Leute, wir brechen leider jetzt schon wieder auf, aber es geht in ein sehr nice Crib in Los Angeles. Ah, das Fließhase-Ziel. West Hollywood.
Another day, another fit check. Wir sehen hier die Veneta Carter Timberlands. Banger. Einen sehr baggy Hosen Sample. Banger. Systemic Fleece Jacket. Clean. Ein T-Shirt mit einer sehr coolen Aufschrift. Und die Chain. Wisst. Okay, wir brechen jetzt auf. Tim macht ja, cool. Einen Drone Shot. Vielleicht vlogge ich das, wie du die Drohne fliegst. Das wäre eine gute Idee. Warum ist Pokimane gerade gebannt worden bei mir im Chat? Also, next spot sieht sehr, sehr nice aus. Wir haben hier so ein Oatmeal, Joghurt, Blaubeer, Erdbeer Gedöns und dann ein Brot mit Lachs und Zwiebeln. Super nice. Ich hatte eben einen Espresso, Walle hat Eis Coffee. Wir haben einen sehr nice. Hey, entbann Monte! Digga! Mods bann einfach irgendwelche Streamer, Bro! Free Monte! Das ist der Plan für heute. Wir gehen heute einkaufen bei Erewhon. Wir wollten da unbedingt mal rein. Erst recht nach der Balenciaga Collab. Ja, das ist dieser Organic Supermarkt, wo alles so ein bisschen overpriced ist, aber einmal muss man das gemacht haben. Und dann gibt es wieder eine weitere Folge Kochen mit Fratello Picante Valentino. Da macht er uns eine schöne Pasta, weil die ist hier sonst überall leider ungenießbar. Oder? Hart. Boah. Ey, das für uns sieht das immer so krass aus. Guck mal, für Leute, die da wohnen, die juckt das so krass nicht. Das ist für den das normalste Häuserreihe. Aber das für einen Instagram-Post, das sieht doch so cool aus, Bro. Falls ihr euch fragt, wo wir jetzt gerade sind, das frage ich mich auch, aber der Konstantin kann euch das aus erster Hand beantworten. Also wir sind hier auf dem Rose Bowl Flea Market, direkt am Stadion auf dem Parkplatz. Und der Flea Market ist der größte Flea Market in ganz L.A., beziehungsweise ich glaube sogar Kalifornien. Und ja, da gehen wir jetzt erstmal gucken, was möchtest wir da finden. Gebrauchte Lumpen shoppen. Diese ganzen großen Flea Markets sind so krass, ne? Muss man sagen. Wann geht's für dich wieder nach USA? Dazu kann ich zu diesem Zeitpunkt nichts sagen. Zu einem späteren Zeitpunkt rede ich da sehr gerne mit euch drüber. Übelst nicer Print. Richtig krass. Longsleeve. Muss man zwar ein bisschen croppen, weil die hatten 5 Stück davon in XL da. Aber wofür gibt's Scheren, ne? Letzte Station. Schön, what's up, brother? Man. Ach, das war's. Okay. Ey, cooler hier. Vlog. Here we go, Illigella. Oh, where is me? Sehr, sehr cooles Video. Daumen nach oben. Ich mag die Vlogs sehr gerne. Also, Real Talk. So, jetzt mal Spaß beiseite. Ich finde wirklich, dass Justin weiter, also dieses Entertainer, das er nicht verloren hat und dass es wirklich so ein kleiner Verlust ist für YouTube, dass der Mann keine aktiven Videos mehr macht. No D-Riding, no Glazing, bitte. Aber muss man re-keepen.